Daniel Bierhoffka, wie groß ist die Vorfreude auf das Spiel in Augsburg? 20.000 Zuschauer und die Herbstmeisterschaft steht unmittelbar bevor. Ja, das Erste ist natürlich super für uns, gerade für meine jungen Spieler, aber auch für die Spieler vom FC Augsburg. Es ist ja auch eine junge Mannschaft, also eine U21, wobei sie zu den älteren U-Mannschaften gehören in der Liga und ja, dementsprechend auch eine Qualität haben, wie Manuel Friedrich, Sean Parker schon gespielt, Richter vorne im Sturm, Profi. Bekiroglu hat, finde ich, eine sehr gute Entwicklung gemacht. Immer wieder die Möglichkeit, auch Karlsson Bracker zum Beispiel auch, kann zum Beispiel auch zum Einsatz kommen. Also sehr unausrechenbar von der Aufstellung her, auch von den Personalien her. Aber auf jeden Fall eine sehr hohe Qualität, auch so ähnlich wie wir eigentlich, so mit jungen Spielern außenrum. Aber so zwei, drei vollen habe ich noch vergessen, zwei, drei erfahrenen Spielern in der Mannschaft drin. Also ich finde eine sehr gute Mannschaft und dementsprechend müssen wir uns auf einiges vorbereiten. Wie sieht es auf dem Personalsektor aus? Alle Mann an Bord, bis auf die Langzeitverletzten? Ja, genau. Also alle Mann an Bord. Von dem her habe ich eigentlich mehr die Möglichkeiten wieder zu variieren, personell, aber auch vom System her. Und wir werden versuchen, das bestmöglichste System für das Spiel zu finden und auch genauso von dem Personal her. Aber ich habe momentan echt eine gute Auswahl, eine große Auswahl. Und es ist für mich auch nicht so ganz einfach, dann sagen wir, die richtigen Spieler zu finden, aber weil sie auch alle im Training anbieten. Aber wie gesagt, lieber so als andersrum. 20.000 Zuschauer werden erwartet, das wäre eine Rekordkulisse in der Regionalliga Bayern. Muss man da die Spieler noch extra darauf vorbereiten? Nee, ich glaube, meine Spieler kennen es vom Derby, auch wenn es da 12-5 waren und jetzt natürlich auch jedes Heimspiel war ausverkauft. Also wir haben sagen, gewöhnt, für meine erfahrenen Spieler sowieso nicht. Und es ist eher Vorfreude da. Es ist eine tolle Kulisse, ein toller Rahmen für so ein Spiel. Also man muss sich ja vorstellen, es ist immer noch die zweite Mannschaft vom FC Augsburg, ist nicht die erste Mannschaft. Und der Rahmen ist natürlich sensationell und wie gesagt, ich hoffe, dass alle, sagen wir mal, das so auch als normales Spiel auch einordnen können, weil es geht nicht um die Weltmeisterschaft, sondern wir wollen ein gutes Spiel sehen und dass sie beide Fanlager dementsprechend dann auch verhalten. Muss man denn Sascha Mölders ein bisschen bremsen? Für ihn geht es zurück ins alte Wohnzimmer? Ja, er freut sich auf jeden Fall, aber für mich ist es immer gut, und wenn der Sascha top motiviert ist, das ist er eh immer, aber gerade in solchen Spielen, glaube ich, wenn es gegen Mannschaften geht, die vorne dabei sind, oder auch Mannschaften geht, da wo er so eine, ja, vielleicht eine Beziehung hat, da kann er vielleicht nochmal das ein oder andere extra Prozent rauskitzeln und das ist für mich als Trainer natürlich sehr gut. Wird ja das erste Spiel sein, wo jetzt irgendwie die Löwenfans nicht in der Überzahl sein werden. Ist das irgendwie ein anderes Spiel dann? Ja, man muss ja mal abwarten, wie viele Zuschauer überhaupt kommen, also vom FC Augsburg dann, weil es sind ja, glaube ich, diese 13.000 Dauerkarten, die haben ja dann einen freien Eintritt. 18.000 sogar. Oder 18.000 sogar, okay. Und da müssen wir erstmal abwarten, wie viele dann wirklich kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir jetzt dieses Mal in Unterzahl sind. Und, aber wie gesagt, ich kenne Löwenfans, die sind sehr lautstark und ich glaube, da wird man jetzt einen großen Unterschied merken dann. Ist da eigentlich in einem Vertrag eine Herbstmeisterschaftsprämie oder eine Meisterprämie drin, oder? Nee, also ich wüsste nicht. Also muss ich nochmal mal nachschauen. Nee, aber es ist ja auch, glaube ich, sowas gibt es ja auch nicht. Also, von dem her, also, klar, wir würden uns freuen, wenn wir es jetzt schon schaffen würden in dem Spiel. Das würde heißen, dass wir mindestens einen Punkt holen, wobei wir gehen jedes Spiel, um drei Punkte zu holen. Und genauso bereiten wir uns jetzt auch auf dieses Spiel vor. Aber natürlich wäre es schön, wenn wir das schon am Sonntag klar machen können. Sind denn eigentlich in dem Vertrag noch die U21-Prämien drin für dich? Ja, da hat sich nichts geändert. Also ist 1:1 derselbe Vertrag. Da geht es ja irgendwie um 80 Euro oder wie war das? Ja, aber ich kann jetzt nicht mehr die Prämien hier preisgeben. Also ein bisschen mehr ist schon, aber viel mehr auch nicht. Also. Bist du eigentlich froh, dass in absehbarer Zeit mal so ein bisschen Luft reinkommt mit der Winterpause oder ja, aufgrund also des Tempos oder aufgrund der ganzen... Ja, wir kommen ja auf 28 Pflichtspiele, also wie gesagt, und wir bereiten uns auf jeden Gegner vor. Egal, ob das jetzt Dorfen war oder ob das Neuburg war, wie auf einen Regionalliga-Gegner. Also da machen wir keine Unterschiede und von dem her gehen wir auch in der Vorbereitung immer ans Maximum und das ist schon sehr anstrengend und man merkt ja dann auch, jetzt haben wir das 20. Spiel morgen. Also es wird alles ein bisschen schwieriger, aber da beißen wir uns jetzt auch noch durch, genauso wie die Mannschaft. Und jetzt sind noch, klar, wenn wir jetzt gegen Bayreuth noch spielen, wenn es denn das DFB-Pokal spielen ist, dann sind es noch zwei Monate. Ansonsten ist es eine Woche kürzer und von dem her, das schaffen wir jetzt auch noch. Felix Weber hat gestern wieder zum Laufen begonnen. Wann kann man mit dem wieder rechnen? Ja, also ich kann jetzt da ein wenig Prognosen sag ich mal, abgeben, aber ich denke schon, dass es relativ schnell gehen wird. Also wenn er schon laufen kann, dann kann er nächste Woche mit dem Ball anfangen und vielleicht dann nach dem Derby, dass er wieder ins Training einsteigt. Also das wäre mein Wunsch, aber wie gesagt, macht ja keinen Sinn, jetzt aufs Gas zu treten und es muss richtig gut aushalten, genauso wie beim Timo und das ist uns, also für mich jetzt erstmal wichtig. Bist du eigentlich überrascht, dass dieses Spiel in Augsburg nicht übertragen wird, weder vom Sport 1 noch vom Bayerischen Fernsehen? Ja, gegen Pippenried ist übertragen worden und jetzt, sagen wir mal, in dem Rahmen nicht. Also, aber ich weiß ja nicht genau, was es da dahinter steckt, also wie das auch mit den Rechten ausschaut. Aber ich glaube schon, dass das Spiel eigentlich einen Live-Auftritt auch im Internet oder im Fernsehen verdient hätte. Aber diesmal können ja auch mehr Zuschauer ins Stadion kommen, also von dem her, vielleicht sehen sie doch alle dann.
Was sagst du dazu, dass das ist sehr auffällig im positiven Sinne, dass ihr Weber und Gebhardt sehr, sehr gut ersetzt habt, sehr gut kompensiert habt mit quasi jedem, der die Position mal ausgefüllt hat. Woran liegt das? Wie siehst du das selbst? Ja, ich glaube, das liegt einerseits daran, dass ich mich nicht immer an einzelnen Spielern aufhänge, sondern ich versuche, die Mannschaft zu entwickeln. Ich versuche, jeden einzelnen Spieler, auch die, wo hinten dran stehen, zu entwickeln. Und dann ist gerade in so Phasen, dann, wo dann Spieler ausfallen, sind die Spieler relativ schnell drin. Und was mir da auch geholfen hat, waren auch die Spiele in der U21, muss ich auch sagen. Da hatten zum Beispiel Uğur Türk oder andere Spieler hatten da immer wieder Spielpraxis und dementsprechend waren sie auch wieder in dieser Wettkampfhärte. Also sie sind eigentlich nahtlos dann reingerutscht und ja, ich habe ja gewusst, was ich an den Jungs habe. Also, und das, was bei uns halt momentan ist, dass wir einfach auch im Training eine hohe Trainingsqualität haben. Und habe ja schon mal gesagt, gerade die Jungs, die wo jetzt nicht so in den Fokus rücken, wie Aigner, Bachschmidt und so weiter, die sind für mich immens wichtig, weil die unheimlich anschieben im Training, die Trainingsqualität unheimlich erhöhen und dementsprechend immer wieder auch Druck von hinten ausüben. Und es kann sich bei mir keiner sicher sein, dass er auf einem Wochenende spielt. Klar gibt es immer so ein paar Fixposten, die du als Trainer hast, aber grundsätzlich gibt es fast keinen Spieler, der sich sicher sein kann. Aber würdest du dann irgendwann auch mal den Punkt entwickeln, wo du sagst, pass auf, jetzt ist möglicherweise die Herbstmeisterschaft fix oder die Saison ist fix, dass du dann vielleicht die Spieler, die nicht so viele Einsätze hatten, dass du die dann nochmal reinwirfst und die nochmal quasi spielen? Ja, das kann gegen Ende, also falls, wenn wir so weiter marschieren sollten und wir dann gegen Ende dementsprechend noch einen hohen Abstand hätten, dann würde ich bestimmt auch mal noch mehr rochieren, aber da sind wir jetzt noch zu lange weg. Und, aber ich bin schon davon überzeugt, dass bestimmt der eine oder andere, der bis jetzt nicht zum Einsatz gekommen ist, auch im Laufe der Saison nochmal entweder auswärts oder auf heimisches Publikum nochmal zum Einsatz kommt. Und du schnürst die Schuhe nicht mehr. Nein, ich nehme. Ja, nachdem ich im letzten halben Jahr, ich muss sagen, ich habe extrem abgebaut, weil ich hatte relativ wenig Zeit, irgendwas zu machen, also laufen. Und mal war ich schon mal relativ aktiv, jetzt auch zu Hause mit Krafttraining und Laufen, aber da war so viel zu tun jetzt und habe ich ein bisschen schleifen lassen und bin momentan nicht in meiner Bestform. Also von dem her lasse ich es lieber. Die Karriere bei den alten Herren ist vorbei dann für dich jetzt? War ja, noch nicht ganz. Also Michi Hofmann hat mich jetzt ja gefragt wegen der Traditionsmannschaft. Die haben jetzt, glaube ich, am 8.12., falls das Spiel ausfallen sollte gegen Bayreuth, haben die so ein Hallenturnier. Und da würde ich jetzt nochmal meine Hallenschuhe rausholen unten aus dem Keller, aber wie gesagt, da muss ich nochmal ein bisschen trainieren vorher. Das wäre ein Highlight. Gibt es denn eigentlich in deinem Kader als Trainer, aus Sicht des Trainers, eine Überraschung, mit der du nicht unbedingt gerechnet hast? Boah, ist jetzt schwierig, weil wir, glaube ich, als Mannschaft sehr gut funktionieren. Also ich glaube, das große Pfand ist einfach dieses Miteinander, was die Jungs auch in der Kabine haben. Das ist ein riesen Pfand für uns. Und was wir auch jetzt, also einfach diese Entwicklung sieht man einfach, dass wir jetzt auch Spiele gewinnen wie in Eichstätt, dass sie sich auch dann auch auf schwierigen Geläuf durchbeißen können, dass sie sich dann nicht bloß auf spielerische Mittel verlassen, sondern dann auch einfach Tore erzwingen. Das ist, glaube ich, schon mal ein riesen Fortschritt. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich das, was eigentlich der große Pfand ist von der Mannschaft, dass es einfach eine richtige Mannschaft ist. Ist sowas denn eigentlich auch im Profibereich möglich? Ja, wir sind ja eigentlich fast schon im Profibereich, aber ich bin jeden Tag dankbar, dass ich so eine Mannschaft trainieren darf. Ich kannte sie ja schon letztes Jahr in der U21 und ich weiß auch, dass teilweise im Profibereich wird es ein bisschen schwieriger, weil natürlich dann auch teilweise die Egos mehr im Vordergrund stehen, aber wie gesagt, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich diese Mannschaft trainieren darf und unabhängig auch von den Ergebnissen oder egal, was jetzt auch die nächsten Wochen passiert, das ist, wenn ich sehe, wie die im Training Gas geben, du musst nie eigentlich groß eingreifen, du musst sie nie groß motivieren, die gehen auf den Platz und geben von der ersten Sekunde an alles und da kann sich jeder Trainer glücklich schätzen, wenn er so eine Mannschaft trainieren darf.